Ja, was hier ganz wichtig ist bei Pipedrive, wenn man mit Pipedrive arbeitet und mit den Aktivitäten, ganz viel passiert über Aktivitäten, das sind ganz, ganz wichtige Reiter. Warum und weshalb zeige ich euch jetzt gleich und was ist hier aus Neues von Seiten Pipedrive hier in Funktionalität dazu gemacht wurde, nämlich das Labeling, also die Möglichkeit, Aktivitäten nochmal zu priorisieren. Super, super wichtig, deswegen auch dieses Video. Ansonsten passieren ja einige Veränderungen in der Pipedrive-Benutzeroberfläche, also hier zum Beispiel auch dieses Fokus, dass man einfach einen gewissen Gesprächsverlauf hier beliebig weit in der Vergangenheit zurückliegend, hier zum Beispiel von Sebastian Neuwaldemar, einem meiner Mitarbeiter vom 24. April 2023 um 15:09 Uhr. Hier ist es eben okay, man könnte sich so also alle 2 Monate mal wieder melden und Programmiersprachen eventuell sinnvoll. C++, JavaScript und Python. Also das wäre sozusagen hier eine Wiedervorlage für einen von unseren Kunden, in dem Fall die GMPsoft GmbH. Und deswegen auch auf B-Lead gesetzt. Also quasi noch kein Termin, aber eben schon ein aufgewärmter Kontakt sozusagen. Ja. Und von daher könnten wir jetzt zum Beispiel sagen, also hier ist der weitere Verlauf, hier also den kompletten Verlauf aufklappen, also der reicht schon über ein Jahr in die Vergangenheit zurück, was sehr, sehr nützlich auch hier ist, dass man hier zum Beispiel auch alle Aktivitäten nochmal sehen kann, alle E-Mails, die verschickt wurden und so weiter und so weiter, alle Leads, die mit diesem Account schon gemacht wurden und mit diesem Kontakt und so weiter, Änderungsprotokolle, auch ganz wichtig, wenn man mit mehreren Leuten arbeitet an einem Account oder generell im Team arbeitet. Und ansonsten wollte ich einfach mich hier mal ganz kurz auf Aktivitäten hier beschränken in diesem Video. Die Aktivitäten. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, heute habe ich schon ein paar Mal angerufen, konnte ich nicht erreichen. Ich kann jetzt auch hier zum Beispiel noch einen neuen Mitarbeiter mit reinnehmen, der diesen Account mitbearbeitet, wenn wir hier das Ganze sagen, okay, wir wollen hier einfach mehr Schlagzahl. Das heißt also mehrere Mitarbeiter gleichzeitig für diesen oder jenen Account, indem ich sage zum Beispiel Priorität. Priorität ist jetzt hier zum Beispiel, sagen wir mal, hoch. Ja, weil wir sagen, okay, der hat höchstwahrscheinlich Bedarf, jetzt dann so um den Dreh rum aufgrund der Vorgespräche, die wir bereits hatten. Und jetzt kann ich natürlich sagen, okay, ich kann jetzt hier erstens mal Priorität hoch machen und ich kann sagen, ich nehme hier noch Sebastian Waldemar mit rein und noch eine zusätzliche Person. Also in diesem Vorzeige-Account habe ich jetzt nur diesen einen Vertriebler mit drin, aber ich könnte hier das natürlich beliebig ausweiten und hier sagen, okay, und ich nehme noch einen zusätzlichen Nutzer mit rein. Ja, ich ordne das hier dem jeweiligen Vertriebler zu. Und gleichzeitig kann ich hier oben eine Aufgabe machen. Ja, zum Beispiel Status Quo eruieren. Ja, das ist so eine typische Standardaufgabe für uns, Status Quo eruieren. Also das heißt einfach, was ist der aktuelle Stand der Dinge? Ja, so ist ein interner definierter Frame. Und hier könnte ich zum Beispiel noch Gäste hinzufügen, Videocall und so weiter. Ich kann das Ganze mit Zoom verknüpfen, mit Outlook und so weiter und so weiter. Und beliebig viele Möglichkeiten hier noch. Und dann speichere ich jetzt das Ganze natürlich. Ich muss hier noch eine Uhrzeit. Also heute werde ich ihn nicht mehr anrufen. Das heißt, ich lege eine Wiedervorlage auf morgen. Morgen sagen wir mal auf. Ja, gleich irgendwie relativ in den Morgenstunden, sagen wir mal hier so. 9 Uhr ist meistens eine sehr, sehr gute Zeit, wo die Leute jetzt so ein bisschen ihre E-Mails checken und so weiter und nicht in irgendwelchen Terminen drin sind. Sagen wir mal 8:45 Uhr, ne? Dann speichere ich das Ganze und dann habe ich das jetzt hier drin mit so einem kleinen Timer hier, ne? Da weiß ich genau, okay, ich habe das morgen. Ja, hohe Priorität und so weiter. Dann kann ich das hier anklicken und dann bin ich hier drin und dann kann ich hier meine Notizen machen, während ich mit dem telefoniere. Okay. Super, super spannend, Pipedrive, mit dem Aktivitäten priorisieren und dann letztendlich auch zusätzliche Vertriebler noch mit reinnehmen, wo man dann letztendlich mit im Team arbeiten kann, in einem denselben Account, um einfach hier nochmal Druck zu machen, also mehr Druck zu machen, noch mehr Speed aufzunehmen, noch mehr Gas zu geben. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein.